Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Heute ist Montag. Ich fahre jetzt kurz in die Uni, denn ich hatte vor ein paar Wochen ein Buch bestellt und sie haben es wirklich gekauft und mir zurückgelegt. Das will ich jetzt in der Bib abholen. Außerdem muss ich jetzt endlich mal das Buch abgeben. Das habe ich auch aus der Bib. Und weil die jetzt nur 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr auf hat, also nicht so Öffnungszeiten wie sonst, muss ich das jetzt machen und erledige das einfach. Das heißt, ich nehme die Bahn, weil es regnet und überlege, ob ich dann gleich noch einkaufen gehe oder ob ich das morgen mache, weil ich will einen Kuchen für meine Mama backen, die hat am Mittwoch Geburtstag. Gerade ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht Bahn fahren kann, weil ich weil meine Bahnkarte schon seit 1000 Millionen Jahren abgelaufen ist und ich ja nicht mehr in die Uni konnte, um die zu aktualisieren. Das heißt, ich mache das jetzt auch und fahre im Regen Fahrrad. Es ist auch eklig kalt draußen, ich will gar nicht raus, aber okay. Gotta do what you gotta do. Meine liebste Pasta ist echt die aus roten Linsen. Und da oben drauf ist jetzt noch Tofu und Hefeflocken. Und innen drin sind ein paar Lauchzwiebeln und Champignons. Ein Rest von der Soße vom Wochenende. Und das gibt's jetzt als Mittagessen. So, ein paar Stunden später, ich habe Sport gemacht und werde jetzt noch einkaufen gehen für den Kuchen, den ich backen will. Und ich habe jetzt gerade mal meine Regenjacke an und die habe ich nie an. Und eigentlich ist die so geil. Ich liebe die eigentlich, weil die hat so ein schönes Muster. Die war mehr von Rains. Die habe ich bei Urban Outfitters irgendwann mal gekauft vor 1000 Jahren. Manchmal vergesse ich, dass ich Sachen habe, weil ich einfach so viele habe. Aber ich liebe es. Genau, ich gehe jetzt los. Das sollte jetzt nicht mehr so lange dauern. Und dann esse ich Abendbrot, weil ich habe Hunger. Und ich habe eine neue Maske und zwar eine dunkelblaue. Wie sollte es anders sein? Die ist schon sehr cool. Ja. Guten Morgen, es ist heute Dienstag und ich habe gestern nicht so viel gefilmt, weil ich irgendwie nicht so viel zu erzählen hatte. Also es war irgendwie... Ich habe den ganzen Tag in meinem neuen T-Shirt gesessen. Ich plane dieses Shirt ja schon ewig und ich habe schon so viel Pommes gezeichnet und jetzt am Ende ist es eine ganz, ganz simple, minimalistische Illustration geworden. Ich bin jetzt sehr happy mit dem, wie es jetzt aussieht, aber es hat irgendwie ewig gedauert und es war irgendwie Zeit, die ich auch hätte anders investieren können. Aber ja, jetzt muss ich dafür heute meinen Text lesen fürs Seminar morgen und noch was für ein Seminar am Donnerstag machen. Ich bin jetzt aufgestanden, es ist jetzt 8:30. Ich mache mir jetzt gerade erstmal einen Kaffee und fange dann an zu lesen. Ich habe um 12.30 Uhr einen Zahnarzttermin. Seit ich die Weisheitsszene rausgekriegt habe, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, 2016 war das, glaube ich. Seitdem das war, da hatte ich nur eine örtliche Betäubung. Das heißt, ich habe das halt alles mitgekriegt und seitdem habe ich so ein bisschen Angst vom Zahnarzt, muss ich sagen. Ich weiß nicht so recht, warum. Einfach, ich finde es so unglaublich unangenehm. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres und ja, ich hasse diesen Tag immer so sehr. Deshalb versuche ich mich gerade abzulenken und nicht daran zu denken, dass ich da heute hin muss. Genau, ansonsten gibt es noch gar nichts zu erzählen. Ich werde auch ansonsten heute nur noch am Schreibtisch sitzen, ein bisschen Sport machen, aber immer dasselbe, immer so weiter. Jetzt mache ich aber erstmal ein bisschen klar Schiff hier, weil es sieht aus wie... Ich verstehe überhaupt nicht, warum mir das so Angst macht. Weil theoretisch, nicht nur theoretisch, sondern praktisch ist es ja in einer halben Stunde dann schon wieder vorbei. Das ist ja so temporärer Schmerz. Ich weiß gar nicht, ob ich Angst vor dem Schmerz habe. Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe echt Angst vor diesem beißenden Schmerz, der so in den Nerv geht, wenn die irgendwie bohren oder so. Das ist, glaube ich, das Schlimmste an der Sache. Aber selbst wenn man so darüber nachdenkt, ist das ja temporärer Schmerz. Das ist ja nur so lange sie bohrt und danach hört es ja auf. Ich verstehe es halt absolut nicht, meine Angst. Aber naja, es ist, wie es ist und ich versuche einfach jetzt gerade nicht dran zu denken. Ich habe zumindest jetzt heute Vormittag schon ein bisschen was geschafft. Also ich habe den Text gelesen, den ich lesen musste fürs Seminar. Jetzt heute Nachmittag setze ich mich dann an die Variable Font und außerdem haben wir Tierney-Meeting um 2. Ich mache mich jetzt mal los.
schmeckt, weiß ich auch nicht. Das besteht ungefähr nur aus Zucker und Fett. Also ich mache jetzt gerade den Käse des Käsekuchens. Den Mürbeteig habe ich gestern schon gemacht. Und jetzt brauche ich noch ein bisschen Margarine. Ich muss sagen, ich bin nicht so die Bäcker-Queen. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Ich habe auch noch nie einen Käsekuchen gemacht, geschweige denn vegan. Also wow. Endet habe ich jetzt diesen Sojaquark. Ich hoffe, der ist okay. Ja, I hope this is gonna be nice. Das Ziel ist, dass meine Familie nicht schmeckt, dass er vegan ist. Und das ist der Mürbeteigboden. Das ist nur Alsan, Mehl, Dinkelmehl und Zucker drin. Healthy stuff. Look at this. Und jetzt kommt noch das Puddingpulver rein und dann wird gemixt. Ich muss sagen, das sieht weder schlecht aus, noch schmeckt das schlecht. Ich werde das jetzt in die Form füllen und dann kommt es in den Ofen. Der Kuchen ist fertig. Ich hole ihn jetzt aus dem Ofen. Der musste jetzt noch mit geöffneter Tür ein paar Minuten stehen und jetzt muss ich ihn vorsichtig rausholen. Vielleicht. Der fühlt sich jetzt sehr fluffig an. Ich lasse ihn jetzt einfach mal abkühlen und stelle ihn dann in den Kühlschrank und ich hoffe, dass der dann nicht zerläuft. Jetzt gerade schwabbelt der nämlich ganz schön. Seht ihr das? Aber außen genauso. Also ich habe immer das Gefühl, wir werden es sehen. Heute Abend gibt es ein Curry, weil ich musste die Sojasahne verbrauchen, den Rest, der vom Kuchen übrig war. Und da sind einfach jetzt Möhren und Erbsen und Champignons drin und dann grüne Erbsennudeln und ein Salat mit noch so einem Stück Peaceburger von Penny und ein bisschen Tofu. Oh mein Gott, seht ihr, wie schön die Sonne scheint in mein Zimmer um 8:30 Uhr abends. Ist das schön. Ich habe jetzt noch einen Workout gemacht. Heute war Arme und auch ziemlich anstrengend. Also ich glaube, ich mag das morgen ganz schön. Ich bin auch noch ein bisschen rot, aber eigentlich ist es jetzt auch schon 2 Stunden her. Dann habe ich gegessen, das habt ihr ja gesehen. Und jetzt bin ich zum Gamen verabredet mit Simon und Lena und noch einer anderen Freundin. Ja, Online-Spiele spielen und uns einfach mal sehen. Das ist richtig schön. Und ich glaube, der Käsekuchen hat sich so ein bisschen gelegt, also ich habe ihn abkühlen lassen und jetzt im Kühlschrank gestellt und jetzt fühlt er sich nicht mehr so flabberig an. Also ich habe die Hoffnung, dass der wirklich fest wird. Und morgen kommen dann noch die Erdbeeren drauf und der Guss. Morgen muss ich auch noch eine Karte machen für meine Mama, also das gibt morgen echt einen ganz schönen Tag. Ich glaube, ich schreibe jetzt nochmal eine To-Do-Liste, weil sonst vergesse ich das alles.
So, das ist jetzt die fertige Karte für meine Mama. Ich glaube, über den Kuchen komme ich nie hinweg, aber ich meine, es bietet sich für Geburtstage immer an. Jetzt habe ich noch eine Karte draufgeschrieben und werde die jetzt verpacken, einfach wie ein Geschenk. Gerade noch bei Sus Training Kräne und habe die schönsten Glitzerkerzen gekauft. Die kommen dann nachher noch drauf. Also es ist 11:30. Ich muss noch Sport machen jetzt. Dann habe ich ab 2 Uni bis 3:30. Dann kommt mein Bruder und nimmt mich mit von der Arbeit. Und dann fahren wir nach Hause und essen dann Kuchen und so. Ich bin sehr gespannt, wie der Kuchen geworden ist. Ich hoffe einfach nur, dass er fest ist, weil als ich ihn aus dem Ofen geholt habe, da war ich sicher, dass er verlaufen wird, wenn man ihn anschneidet. Aber ich glaube, dadurch, dass der jetzt im Kühlschrank stand und da ist ja auch Stärke drin und Vanillepuddingpulver, also ich glaube, der ist fest, vielleicht ein bisschen wabbelig. Ich finde an Geburtstagen immer so schön, dass man, ich schreibe so gern Karten an die Leute und danke ihnen einfach so für das, was wir zusammen erlebt haben. Und ich finde immer, Geburtstage sind eine schöne Art, sich in den Kopf zu rufen, warum man eine Person wertschätzt. Und das muss ja nicht mal unbedingt irgendwie Materielles sein, sondern ich finde eigentlich so das Allerschönste, wenn man eine schöne Karte schreibt oder einfach ein Geschenk hat, was sehr, sehr durchdacht war. Oder wenn es was Materielles ist, was die Person sich ganz lange gewünscht hat. Das liebe ich an Geburtstagen, dass man sich einfach mal Mühe geben kann und den Leuten irgendwie was Gutes tun kann. Ich verpacke das jetzt noch und dann mache ich Sport. So, und jetzt ist erstmal Workout-Time. Ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, aber was muss, das muss und das muss jetzt. Ich glaube auch, sobald ich angefangen habe, geht's. Heute ist 50-Minute-Cardio-Kickboxing und Abs, also mal schauen. Aus Knoten besteht, die miteinander in Verbindung treten und das eben die einzelnen Teilnehmer quasi so in Verbindung sind. Also je mehr Inhalte ausgetauscht werden, desto qualitativ hochwertiger ist. 2005 hast du mir den geschenkt. Eins mit dem anderen Kleber. Mit dem geht's nicht. Jetzt stehen meine Hände. Ich bin richtig gespannt. Schmeckt sehr gut. Good morning aus der Heimat. Ich bin gestern hierher gekommen, weil meine Mama ja Geburtstag hat. Ich habe ihr ja den Kuchen gebacken und er war super lecker. Also ich kann das Rezept auf jeden Fall empfehlen. Ich für meine Verhältnisse würde weniger Zucker reinmachen auf jeden Fall. Also mir war er zu süß. Ich weiß, dass meine Mama und meine Oma so Süßkram lieben und deshalb denke ich, hat es gepasst. Meine Oma wollte gar nicht glauben, dass ich den gebacken habe und das war auf jeden Fall das Ziel der ganzen Sache. Jetzt bin ich heute noch hier. Ich denke, morgen auch und übermorgen auch. Ich denke, ich fahre so Samstagnachmittag wieder nach Kassel. Heute habe ich Seminar ab 10. Also es geht wieder um die variablen Fonts. Und dafür sollten wir jetzt 2 Letter fertig machen. Und das habe ich auch gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass ich es hinkriege, weil es ganz viel gar nicht funktioniert hat in letzter Zeit. Aber jetzt habe ich es hingekriegt. Und jetzt sollte das alles bereit sein. Und ja, ich freue mich auf das 2. Seminar. Ich freue mich heute nochmal was Neues zu lernen. Ich habe aber auch mega viel schon wieder vergessen gehabt. Also ich habe trotzdem noch total viele Tutorials mir angeguckt, weil ich mir dachte, es ist alles wieder weg. Auch wenn ich es aufgeschrieben habe, ich schreibe dann zwar so schrittweise mit und manche Sachen kann man sich ja merken, aber ich schreibe manchmal so kryptisch mit. Jetzt werde ich schon mal den Vlog bearbeiten und dann, ich denke, heute einfach noch Sport machen, ein bisschen rausgehen, kochen mit meiner Mama. These at the top, this regular and this bold. Yeah, actually. Es ist inzwischen Donnerstagabend. Ich habe heute nicht gefilmt. Heute war nicht so ein guter Tag. Ich hatte das Seminar heute Vormittag und war da schon ziemlich kraftlos irgendwie. Und dann habe ich Sport gemacht und ich hatte einfach überhaupt keine Energie, keine Kraft und auch keine Motivation so richtig. Ich konnte mich dann nicht konzentrieren auf die Sachen, die ich machen musste. Ich habe zwar ein bisschen was gemacht und das Video geschnitten, aber mehr nicht. Wichtig, dass ich einen Gang zurückschraube und das fällt mir so unglaublich schwer. Ich habe dann mit einer Freundin geredet und die meinte dann so, ja, dein Körper kann halt auch nicht immer Höchstleistungen erzielen. Und das stimmt. Und ich finde mich oft in dem Mindset, dass ich den Tag zuvor übertreffen will, mich jeden Tag steigern will in dem, was ich mache. Und manchmal muss ich, glaube ich, einfach akzeptieren, dass es nicht geht und dass jetzt gerade einfach Schluss ist. Und hab den Laptop zugeklappt und bin losspaziert. War jetzt gerade 1 Stunde spazieren und das hat so unglaublich gut getan.
Und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe, dass ich noch draußen war und mich nicht im Bett verkochen habe. Und ich habe einen Podcast angehört, den ich schon mal angehört habe, von Oprah mit Gaga zusammen. Der hieß Heal Through Kindness. Also sie haben zwei zusammen gemacht, aber ich habe eben diesen einen angehört. Und ich verlinke ihn euch mal in der Infobox. Das ist einfach krass, wie mich diese Frau einfach irgendwie beeinflusst. Ich bin auch einfach heute emotional drauf. So, das kann ich nicht denyen. Aber ich liebe die einfach so sehr. Und die hat so die Möglichkeit, mir immer wieder aufzuhelfen und mir Stärke zu geben mit dem, was sie sagt und mit dem, dass sie einfach irgendwie da ist und dass ich weiß, in zwei Wochen kommt ein neues Album raus. Keine Worte beschreiben, wie sehr ich mich an diesem Zeitpunkt irgendwie gerade festhalte, weil mir das alles auf Dauer wirklich ziemlich schwer fällt, mich täglich zu motivieren und hinzusetzen. Und ich will einfach nochmal sagen, ich bin nicht so produktiv, wie ich immer aussehe wahrscheinlich. Also es gibt echt Tage, da bin ich fertig und so ausgelaugt und ich schaffe lange nicht so viel, wie wenn ich in die Uni gegangen bin. Und ich muss einfach akzeptieren, dass ich gut zu mir bin und dass ich fair zu mir bin und sage, hey, ist doch klar, du versuchst gerade das, was du sonst in einem geregelten Alltag machst, zu machen zu Hause. Und du hast keine Trennung mehr vom Privatleben und Arbeitsleben. Und ich hoffe, morgen wird es wieder besser. Ich beende den Vlog jetzt auch an dieser Stelle, weil ich den morgen nur noch hochladen werde. Hallo vom Schneiden. Ich habe zwei Sachen vergessen. Und zwar habe ich gar nicht erzählt, wie es beim Zahnarzt war. Die ganze Zeit rumgeheult, aber nicht erzählt, wie es war. Es hat im Endeffekt 3 Minuten gedauert und es war gar nichts. Und ich dachte, ich falle ihm um den Hals. Ich war so, Gott, thank the Lord. Und dann wollte ich noch sagen, ich habe neue T-Shirts designt. Und zwar Pommes-T-Shirts, wie sollte es anders sein? Es steht drauf Generation Pommes und hinten sind 6 kleine Pommes-Illustrationen drauf. Die Kampagne kommt auch zustande, habe ich jetzt schon gehört. Das ist ein bisschen blöd, weil ich konnte preislich nicht viel machen. Also das ist der günstigste Preis, den ich bei Everpress angeben konnte. Die letzten T-Shirts waren ja relativ günstig. Ich schätze aber auch, das war, weil erstens nur eine Farbe gedruckt wurde und zweitens, weil die Farbe schwarz war. Und jetzt habe ich eben rot und gelb. Und ich denke mal, der Preis kommt zustande, weil Everpress ja auch ein ganz kleines Unternehmen eigentlich aus England ist und die müssen natürlich auch durch diese Zeit jetzt irgendwie kommen und ich schätze mal, dass sich dadurch der Preis von 27 Euro zusammensetzt, aber ich denke mir, wenn man irgendwie jemanden unterstützen möchte, mich und so ein kleines Unternehmen, dann würden wir uns natürlich beide Parteien sehr freuen darüber. Das heißt, ich verlinke euch die Kampagne unten und ihr könnt ja mal schauen, es gibt schwarze, weiße, blaue, gelbe T-Shirts, alles, was das Herz begehrt. Das nur als kleine Anmerkung am Rande. Ich würde mich sehr freuen, denn das T-Shirt habe ich schon ganz lang irgendwie im Kopf und ich finde es irgendwie witzig. Also ich freue mich selber schon drauf, wenn es rauskommt und ich es endlich mir kaufen kann. Sorry, dass ich jetzt nicht an so einem Bright Note enden kann, aber ich glaube, das Wichtigste diese Woche war auf jeden Fall, gut zu mir zu sein und nicht immer Höchstleistungen zu erwarten, weil das nicht möglich ist. Menschlich gesehen und vielleicht könnt ihr euch das ja auch zu Herzen nehmen. Ich könnte euch noch ein Buch zeigen, was ich mir bestellt habe. Und zwar habe ich den Podcast mit Wolfgang Job von Hotel Matze gehört und da habe ich zum ersten Mal erfahren, dass Wolfgang Job Bücher geschrieben hat und weil mir der Podcast so viel gegeben hat und ich den sehr inspirierend fand, habe ich mir jetzt ein Buch von ihm gekauft, also Im Wolfspelz. Da geht es irgendwie darum, wie er nach New York gegangen ist und dort eben irgendwie designt hat und ich bin sehr gespannt darauf. So viel an dieser Stelle. Ich wünsche euch eine schöne neue Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.